Kommt zurück zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin heute mal alleine unterwegs und zocke eine Runde Hecarim. Und lustigerweise spiele ich gegen Roffel im Gegnerteam. Und ja, da bin ich immer sehr gespannt, ob wir da gewinnen können. Die Gegner haben übrigens auch einen Hecarim. Okay. Aber ein Hecarim Toplane, wie es aussieht, mit Ghost und Ignite. Da bin ich ja mal gespannt. Gut, wir werden auf jeden Fall beim Grom starten, denn ich habe ja in der letzten Aufnahme gesagt, ich habe Bock auf Hecarim. Hecarim macht, glaube ich, echt richtig Laune. Das Problem an Hecarim ist, meiner Meinung nach, ist ja kein Champ, mit dem du ein Team komplett carryen kannst. Weil er ist auch wieder so ein Champion, er hat es sehr schwer, an Champions ranzukommen. Klar, du kannst natürlich chargen und auch deinen Ghost aktivieren, du hast super viel Movement Speed. Aber der große Nachteil ist, wenn die Gegner Mobilität besitzen, was machst du dann? Dann kannst du nichts machen, ne? Du hast, die haben vielleicht einen Dash, einen Jump oder sonst irgendwas, dann kannst du vielleicht nochmal mit der Ulti ran, aber dann war's das auch. Und dementsprechend ist das echt schwierig. Ich finde, Triforce oder die Faust sind auf jeden Fall zwingend notwendig für den Champion. Ich habe es die letzten Male so gemacht, wenn ich den Champion gespielt habe, ich habe das Jungle-Item gar nicht erst gebaut, sondern mir nur das Stalker's Blade gekauft und habe dann erstmal Triforce gebaut, denn das Item skaliert ja sehr gut mit Hecarim. Man spammt die ganze Zeit Q, man macht die ganze Zeit Spells generell, man profitiert vom Movement Speed, vom Fade Proc, also man profitiert wirklich sehr gut von diesem Item. Dementsprechend lohnt es sich eigentlich schon sehr. Aber ich werde es jetzt wahrscheinlich mal anders machen. Ich werde einfach mal das Armor Pen Item bauen. Und dann mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Weil Armor Pen ist eigentlich auch nicht verkehrt. Man hat den E, der macht physischen Schaden, und den Q, den man ja sowieso die ganze Zeit reinspammt. Den kann man natürlich dann mit der Armor Pen, die man durch das Jungle-Item mitbringt, dann nochmal buffen. Also macht auf jeden Fall dann mehr Schaden. Grundsätzlich muss man auch sagen, dass Hecarim mit dem Patch ein paar Buffs bekommen hat. Nämlich das Q kostet weniger Mana und gleichzeitig hat man die Heilung erhöht, die man auf den Jungle-Monstern hat. Wow, der Hecarim. Ja, keine Ahnung, was er da versucht hat, aber es war auf jeden Fall nicht so worth, würde ich sagen. Grundsätzlich hat der blaue Smite ja eine Veränderung bekommen. Habt ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen, ich habe Shyvana gespielt und zwar ist das blaue Smite oder die blaue Smite-Verstärkung so geändert worden, dass man nicht mehr 50% den Gegner slowt, sondern man zieht ihm jetzt 20% des Movement Speedes, was er hat, ab. Und das ist natürlich gerade für einen Champion wie Hecarim eigentlich ganz cool, weil man zieht dem Gegner Movement Speed ab und bekommt dann dieses Movement Speed dazu. Das heißt, man bekommt mehr Angriffsschaden, Hecarim kommt noch schneller an seine Gegner ran. Und es hält natürlich nur für 2 Sekunden, aber es ist trotzdem eine schöne Änderung für Hecarim im Allgemeinen. So, wir holen uns das rote Item. So, jetzt können wir uns sogar noch die Boots kaufen. Das ist eigentlich ideal, dass wir da den Kill bekommen haben. War natürlich super, super ideal. Hätte ich nicht gedacht, dass er da so einen dummen Move macht. Und ich meine, er hätte die Raptoren wahrscheinlich nicht mal geschafft. Ich meine, ihr habt gesehen, wie viel Schaden der bekommen hat. Man sollte diese Viecher hier wirklich nicht unterschätzen. Denn anders als bei vielen anderen Mobs, es vorher der Fall war, verursachen die kleinen Jungle Minions jetzt inzwischen auch richtig viel Schaden. Und das merkt man vor allen Dingen bei den Raptoren. Die kleinen Raptoren machen extrem viel Schaden. Da sollte man also echt vorsichtig sein. So, ich guck mal, ob ich hier was machen kann. Der ist tot. Der ist auch tot. Nice. Ein Tipp, den ich euch geben kann, ist auch, macht auf jeden Fall jetzt in dem Patch, also seit dem neuesten Patch, immer mal die Krabbe. Denn die Krabbe gibt nicht mehr 35 Gold, sondern 50. Das ist natürlich ein ordentlicher Goldwert. Gerade am Anfang, die Krabbe, ihr seht, sie wehrt sich nicht und sie gibt 50 Gold. Das ist schon wirklich extrem. Es skaliert sogar in die Zeit hinein, also man bekommt dann später sogar noch ein bisschen mehr.
Und das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also sollte man die immer mal erledigen. Ich sehe viele Jungler, die lassen die Krabbe wirklich, weiß nicht, bis Minute 15, 20 noch stehen. Und dann ist sie da wirklich in 800 Leben. Und das ist ja eine zusätzliche Goldeinnahmequelle. Dementsprechend ist das schon echt wichtig, die auch mal mitzunehmen. Zusätzlich muss man ja auch sagen, dass das Stalker Blade ja verändert wurde, dass man 30 Gold pro Large Monster Kill bekommt. Und das ist schon echt ordentlich. Also 30 Gold nochmal zu bekommen für jedes große Monster, was man tötet. Das sind 10 mehr, als man in dem alten Patch bekommen hat. Seht ihr auch, wir haben nicht mehr so wirkliche Probleme, hier die Minions zu clearen. So, wir werden uns das rote Item kaufen. Das Lustige an dem Item ist, wenn man den Brutalizer kauft, kriegt man ja 25 Attack Damage. Baut man aber für diese 163 Gold nochmal das Item aus, kriegt man nochmal 20 Attack Damage dazu. Also das ist so ein kranker Wert. Das ist wirklich ein super starkes Item. Also man bekommt quasi 20 Attack Damage einfach so geschenkt und hat immer noch den zusätzlichen Effekt hier von dem Chilling Smite, der ja auch noch True Damage macht. Das wurde nicht verändert. Also man macht immer noch True Damage am Gegner, aber man verlangsamt ihn halt nicht mehr so stark. Aber Hecarim ist das vollkommen egal. Also er profitiert da auf jeden Fall mehr von, würde ich sagen, als von dem alten blauen Smite. So, die Frage ist jetzt, wo legen wir den Fokus drauf? Ich glaube eher auf die Mitte, weil Roffel hat da schon einen Kill bekommen. Er farmt auch ganz gut, also sollten wir vielleicht eher mal den Fokus in die Mitte legen. Ich bin tot. Schade. Da bin ich nicht mehr weggekommen. Hab mich auch übel irritiert, dass der Malphite auf einmal da um die Ecke kam. Und Hecarim hatte ja auch Ignite mit. Rache. Ja, ansonsten kann ich euch empfehlen, trotzdem Trinity Force zu bauen. Trinity Force ist ein super schönes Item, weil man einfach alles hat auf diesem Item. Man hat Movement Speed, man hat Angriffsschaden, Leben, man hält mehr aus. 8% Movement Speed ist echt eine Wucht mit Hecarim. Man bekommt Crit Chance, Leben, Mana, Attack Speed. Ability Power profitiert ja sogar auch noch ein wenig davon, weil die Ulti und der W-Spell damit skalieren. Also, wenn ihr euch das Item kauft, habt ihr auf jeden Fall echt ein schönes Item. Und zumal ja der Proc. Ne, man bekommt Movement Speed und wenn man... Ah, der hat echt den Blue gemacht. Holy shit. Gott. Blue. Und man hat den Proc natürlich noch, ne, der Schaden erhöht. Nach dem Aktivieren einer Fähigkeit. Also, da hat man es auch schön gesehen. Der Gromp gibt 64 Gold. Und diese Krabbe, die sich ja gar nicht wehrt, die gibt einfach mal 50. Das ist super viel. Okay, da hinzulaufen war auf jeden Fall nochmal ganz worth. Hier nochmal reingucken. Vielleicht portet der ja hier. Ach, guck mal an. Da ist er doch. Der kleine Boy. Da habe ich nochmal ein bisschen Zeit delayed von ihm. Bis er wieder zurück in der Basis ist. Das ist eigentlich nicht schlecht. Auch beim zweiten Mal kann man ihn durchaus nochmal machen hier, die Krabbe. Auch da hält er noch nicht so viel aus. Kann ihn auch ruhig mal smiten, das ist auch nicht das Problem. Manchmal charge der extrem weit weg. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Ihr habt gesehen, 52 Gold haben wir jetzt sogar bekommen. Das irritiert mich manchmal. Ah, schade, ich wollte ja eigentlich dem Malphite den Kill geben. Aber gut. So. Jetzt ist die Frage, ne? Was kaufen wir uns? Kaufen wir uns gegen das Team CC Reduction? Bringt eigentlich nicht viel. Eigentlich bringt es mehr, wenn wir uns jetzt einen Ninja Tabi bauen. Denn wir verringern den Schaden von Yasuo. Top Lane haben wir zwar ein Hacker drin. Ich habe gerade gedacht, da wäre eine Visandra. Das heißt, da ist auch fast ausschließlich physischer Schaden. Das heißt, nach Trinity Force sollte unser nächstes Item auf jeden Fall Rüstung sein. Botlane scheint auch echt Probleme zu bekommen, hätte ich nicht gedacht. Der Grace von denen steht schon 4-1. Das ist echt nicht cool. Oh, die machen den Dragon. Können wir da was machen? Polgar stinkt. Also, dass der Name erlaubt ist, wundert mich aber auch ein bisschen.
ich muss den Red machen, das macht keinen Sinn. Ich finde, das Elster-Bild auf der Map unten sieht ganz merkwürdig aus. Also ich finde, man kann ihn überhaupt nicht erkennen. Ich hoffe, das werden die noch ändern. Weil man kann eigentlich so gut wie jeden Champion erkennen, aber bei Alistar, da erkenne ich einfach nur einen lila Klumpen. Ja, das sieht echt nicht schön aus, muss ich leider sagen. Oh Gott, das geht nach unten ab. Ich kann noch ein bisschen Mitte halten. Wenn der schon hier ist, der Boy. Hab ich. You need to play more careful, Bot. Ah, die Botlane ist echt ziemlich bossy unterwegs. Die sind extrem aggressiv am Spielen. Das ist eigentlich nicht gut, was die machen. Weil es bringt ihnen nichts. Man sieht ja, die sterben andauernd. Ich meine, der Graves steht 0-3 und fightet die ganze Zeit immer wieder mit dem Graves. Der 5-1 steht inzwischen schon. Keine Ahnung, es ist halt nicht optimal, wenn man sowas macht. Weil es nichts bringt. Wenn ein Gegner mehr Items hat als du, selbst wenn er missplayt, wird er wahrscheinlich mit seinen Spells, solange er die trifft bei Graves, immer mehr Schaden machen als du. Das heißt, du kannst eigentlich in der Regel nicht gewinnen. Das ist nicht möglich. Deswegen sollte man sich eigentlich, wenn man denselben, wenn man weniger Items hat als der Gegner und sogar vielleicht noch vom Level behind ist, wie es hier der Fall ist, sollte man sich eher darauf konzentrieren, safe zu spielen und zu farmen. Weil es bringt nichts, in Graves noch mehr Kills und mehr Kills reinzuballern. Ich meine, guckt euch an, der Alistar geht halt super weit immer in die in den Gegnerbereich rein. Das ist halt echt nicht gut. Es war wahrscheinlich auch ein bisschen zu greedy von mir, da nochmal reinzugehen. Nur für einen Kill nochmal den Red Buff abzugeben, war auch nicht optimal. Die Botlane ist auf jeden Fall am Feeden. Ganz schön am Feeden. I don't know why you keep fighting. Ist wahrscheinlich wieder weg. Viel zu lange Zeit da rumgepimmelt. Nicht. Kann sich die Cassio eigentlich theoretisch holen, wobei sie den wahrscheinlich nicht mal braucht. Wieder der ist tot. Oh, doch nicht. Wow. Ich hätte gedacht, sie stirbt, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, wir kommen da besser raus. Shit. Okay.
Okay, ich mache jetzt irgendwie noch die Wölfe, dann habe ich meinen Triforce. Und dann sollte ich. Da muss ich definitiv tanken. Ich halte viel zu wenig aus. Ihr habt ja gesehen, ich bin echt so squishy. Es macht auch Sinn, den Spell hier mal hoch zu skillen, aber. Der Schaden, den man damit macht, der ist halt sehr gering und man macht eigentlich immer 20% des Schadens, den man verursacht, heilt man sich gegen Champions oder gegen Gegner. Und dieser Schaden, den man sich heilt, ist nur gecapped bei, Monstern und Vasallen. Das heißt, bei Champions bleibt er bei 20%. Ja, der Graves, ne? Der ist halt echt so eine Nummer. Der ist echt, keine Ahnung. Also das ist halt das Problem, worüber ich gesprochen habe, Leute. Ihr könnt halt wirklich, so gut ihr wollt, könnt so gut wie wollt gefeedet sein mit einem Heavy Kagum. Das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Das ist ein Champion, der, klar, wenn er Tank ist, kannst du ordentlich reingehen in die Gegner. Aber ihr seht ja hier, die Leute sterben an allen Fronten und ich kann nicht überall sein. Das ist wirklich ein Problem. Ich meine, wir haben 13 Kills, davon habe ich 9. Ist auch ungünstig für mich. Weil ich eigentlich lieber gerne die Kills jemanden gelassen hätte. Aber ihr seht ja, die Leute sterben und sterben. Das ist einfach, es hört nicht auf. Das ist halt echt kacke. TP. Good job. Ich werde jetzt die Lane mal für ihn hier so ein bisschen freezen. Dann kann er da gleich hoch tippen. So, und wir holen uns jetzt auf jeden Fall Rüstung. Der Graves ist einfach legendary. Ja, der steht 9-1. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der Wohn sieht es jetzt. Au, der. So macht das mal weg, Mensch. Holy shit. Okay, ist die Frage. Ich habe mich immer gefragt, was macht mehr Sinn mit Hagarim? Homeguards zu kaufen? Gerade jetzt mit den neuen Türen, das ist gar nicht mal schlecht. Oder macht es mehr Sinn, Dings zu kaufen? Es gibt ja noch eine Möglichkeit. Einmal 20 Lauftempo. Oder hier diese Distortion, wo der Ghost Movement erhöht wird. Und der Cooldown von Ghost gesenkt wird. Also sind auf jeden Fall, sag ich mal, ganz gute Alternativen. Aber ich tendiere eigentlich fast immer zu Homeguards, weil ich immer noch finde, dass das Item am besten ist. Oder die Verzauberung, eher gesagt. Oh, die Kassion. Okay. Schon mal sicher gegangen, dass er weggeht. Ich kann mich jetzt hier in Ruhe um Gromp kümmern. Den kann man auch ruhig mal smiten. Denn Gromp ist, finde ich, einer der stärksten Buffs, wenn nicht sogar der stärkste, weil man jedem Angreifer Schaden zufügt, egal ob es ein Champion ist oder ein Vasall. Und das ist wirklich sehr cool. Oh lol. Immer mal angreifen. Enjoy. The last moments with DFG. Ich kann nichts machen. Das ist wirklich ein Problem. Ich stehe zwar 9-3, aber es bringt einfach nichts. Jedes Game wie verhext. Das ist echt ein bisschen bitter momentan. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist einfach, manchmal hat man so Tage, da kann man einfach 10-0 stehen, 8-0 oder was weiß ich. Du kannst einfach manche Games nicht carryen oder nicht gewinnen, weil die Leute nicht wissen, wie man safe spielt. Ihr habt es ja gesehen auf der Botlane, ne? Die diven halt permanent die Botlane, obwohl die ahead ist vom Farm. Das ist halt echt nicht gut, ey. Okay, den habe ich erledigt. Oh. Da hat der Ruffel leider recht.
Gechilltes Normals kann man echt nur noch schwer machen. Normals sind so quasi die neuen Ranks geworden, finde ich. Ich versuche hier wirklich alles, was ich kann, aber ah, der Grace ist einfach schon zu dick. Ich glaube, ich hätte vielleicht auch eher schon Rüstung bauen sollen, aber ja, das ist immer so eine Sache. Das ist echt schwierig. Das Matchmaking ist auch momentan echt verdoomt, finde ich. Ey, ich habe alleine angemeldet, dürft ihr nicht vergessen, und ich kriege Diamond 1 Graves ins Gegnerteam, kriege aber in mein Team eine Gold Nidalee und einen Diamond 5 Graves. Also der Diamond 1 Graves wird einfach wissen, wie er Graves zu spielen hat, damit er gegen ihn gewinnt. Und ich meine gerade mit Blitzcrank auf der Lane, ne? Blitzcrank ist eigentlich nicht gut. Echt nicht. Mit Blitzcrank verliert man eigentlich die meisten Lanes. Vor allem gegen Alistar, ne? Weil so, wenn er wirklich mal einen Fehler macht und Alistar gegrabt wird, dann war es das für ihn. Weil einen Alistar willst du wirklich nicht in deinem Team drin haben. Also dieser Typ, ne? Nope. Der Graves ist eine Pfeife. Ja, der Graves ist auf jeden Fall nicht so helle. Muss man leider so sagen. Ich schreibe ihm das natürlich nicht, aber wow. Das Item wird übrigens entfernt mit dem nächsten Patch. Da kann man DFG nicht mehr kaufen. Ich muss sagen, ich fand es am Anfang ein bisschen kacke. Find's aber jetzt ziemlich gut. Und weil das Item ist echt, man kann damit schwer die Champions balancen, finde ich. Weil so, selbst so ein Malphite macht damit super viel Schaden, ne? Das ist halt echt irgendwie ein bisschen bitter. Oh, der Hecarim macht quasi den Schaden, den ich auch mache. Holy moly. Hätte ich nicht gedacht. Der macht auf jeden Fall auch schon ordentlichen Damage. Aber der steht halt auch 10-3, ne? Ich meine, meine Teammates stehen 0-7, 3-8, 1-7. Da kannst du halt wirklich nicht viel machen, ne? Das ist leider Gottes wirklich traurig. Ich würde echt gerne mehr versuchen, aber das ist echt schwer möglich. Eigentlich muss ich mir jetzt noch mehr Rüstung kaufen. Man kann jetzt auch sagen, ich könnte auf einen Dornenpanzer gehen. Da reichen eigentlich die Lebensupgrades, die ich durch Triforce und Uranduins bekomme, ganz gut aus. Ich meine, das sind immerhin 750 Leben. Das sollte eigentlich auch reichen. Man kann sich noch ein Spirit Visit holen, aber gegen das Team, ich weiß nicht. Malphite macht zwar ein bisschen magischen Schaden, aber ich finde es nicht worth. Zehn Sekunden habe ich wieder Ult. Wow, der macht mir denn so viel Damage? Ja, das ist schwer zu sehen. Ich habe 2900 Damage bekommen in 3,9 Sekunden. Ich glaube, es war der Graves. Boah, auf jeden Fall ein Dornenpanzer. Der Graves ist auf jeden Fall richtig, richtig fett. Ich glaube, den Cynix kenne ich sogar. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, den habe ich schon mal als Gegner gehabt. Ist echt schade. Aber ich glaube, das wird nicht mehr, fast nicht mehr möglich sein, das Game noch zu gewinnen. Der ist zu gefeedert. Der ist zu gefeedert. Oh Mann, ey.
Das ist echt bitter. Ich frage mich, bei solchen Games frage ich mich immer an dem Punkt, was hätte man vielleicht spielen können oder was hätte ich vielleicht spielen können, damit das besser läuft oder damit ich besseren Impact habe ins Team. Und ich glaube, dass es echt schwierig wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwie hätte anders spielen sollen. Einmal die Aktion auf der Botlane war echt zu greedy. Keine Frage. Wow. Den habe ich rasiert. Na, wo bleibt der Grave? Nice Rasierung. So. Also, genug Gold für meinen Dornenpanzer habe ich. Jetzt ist die Frage, reicht das? Reicht der Dornenpanzer gegen die? Ich glaube nämlich nicht. Ich mache nämlich eigentlich zu wenig Damage dafür. Weil die haben halt auch einen Hecarim, ne? Der kontert halt mich komplett. Der macht halt alles das, was ich habe, hat er halt auch und er geht noch Tank. Das ist halt. Das ist echt Pain. Richtig Pain. Die stehen auch wieder sehr weit vorne. Die sollten eigentlich weggehen. Back. Ah, die sind tot. Die sind tot. Guck mal, der Hecarim, das chase einfach nie rein. Die haben halt echt wenig Map Awareness. Man hat halt stundenlang vorher schon gesehen, dass der Hecarim auf dem Weg ist und der kommt halt nicht, ne? Die gehen halt nicht weg. Das ist halt super schlecht. Jetzt hol ich mir meine Homeguards und dann geht's ab. Dann wird gerippt. Und. Feuer! Los! Ah, shit, ey. Aber wir haben immerhin noch versucht, das bestmöglich rauszuholen. Aber ich meine, ganz ehrlich, Leute, guckt euch das Game an. 1-10 Alistar, 0-10 Graves, 3-11 Cassiopeia. Und 3-8 Nidalee. Und ich habe mir wirklich schon den Arsch aufgerissen, damit wir das hier echt carryen können. Aber das kannst du einfach nicht. Das Problem ist einfach, dass meine Rolle nicht ausreicht, um jemanden wie Graves zum Beispiel zu killen. Dafür habe ich viel zu wenig Damage. Ich habe einen Trinity Force und ich habe einen Stalker's Blade. Das ist nicht schlecht, aber die haben halt genug CC, um mich halt stundenlang von Graves wegzufliegen. Und dementsprechend wird das auch hier nichts. Ich glaube, das Game kann man... Okay, die wollen noch nicht surrendern. Der Graves hat noch nicht mal 2 Items, ne? Wir sind Minute 30 und er hat schon Full Build fast. Er hat schon 4 komplette Items. Holy shit, ey. Wenn der Roffel nicht so trollen würde, wäre das Game, glaube ich, schon längst vorbei, weil man sieht auch, dass er nicht das Spiel so ernst nimmt gerade. Q-Taste, Penetratione! Tot. Nein! Der hat mich noch gekillt! Das kann doch nicht sein! 30% CDR. Noob-Team, schreibt die Cassio. Ja, ich muss sagen, manchmal bringt mich dieses Game wirklich zum Schmunzeln. Aber vielleicht mal der Tipp, vielleicht mal die Frage an euch. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, was ich vielleicht hätte anders machen sollen. Was hätte ich anders machen können mit Hecarim? Hätte ich das Game vielleicht carryen können? Oder sagt ihr, nee, Perik, bei den Mates, die stehen alle zu schlecht. Die haben die Lanes, obwohl du gegankt hast, trotzdem noch hart verkackt. Da hättest du nichts machen können. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich suche natürlich nicht nur die Fehler immer an den Gegner, an meinen Teammates, das ist klar. Ich habe auch einige Male hier reingesackt. Aber... ja, ich denke, ich finde immer, safe zu spielen, ist wirklich eine Sache, die einige wirklich nicht lernen, nicht können, keine Ahnung. Die kannst du denen auch nicht beibringen. Das ist echt, das muss jeder selber lernen.
Pac-Man. So, für alle, die sich jetzt fragen, was holt er sich noch für ein Item? Ich kaufe mir noch ein Spirit Visage. Bisschen Magieresistenz gegen den Schaden von Malphite, Blitzcrank und Hackerin macht ja auch ein bisschen. Und dann natürlich auch noch die Cooldown Reduction und die Self-Regen. Funktioniert alles ganz gut auf Hackerin. Gerade mit dem W-Spell hält man sich dann ganz gut. Kann man auf jeden Fall machen. Hat auf jeden Fall gedacht, er kann ihn da alleine schlachten. Ich glaube, er hätte ihn vielleicht auch alleine bekommen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber den kriege ich auf jeden Fall nicht. Aber ich kann ihn schon bleiben. Oh, wo ist denn Alistair gestorben? Gut ist halt, dass man jetzt hier durch die Türen kommt. Das ist echt genial gemacht. Also ihn kriege ich gar nicht mehr tot. Der hat sogar noch mehr AD als ich, weil Black Cleaver halt 50 gibt. Wobei, kann er nicht mehr. Okay, der ist Level 18. Oh no. Okay, wir sind schon in unserer Base drin. Ja, okay. Ich bitte dich. So leicht ist das nicht. Mich hier hoch zu schleudern. Nee, nee, nee. So, jetzt holen wir uns noch den komischen Pott. So denn. Oh no! I'm not even tanking enough. Da sieht man auch, dass mein meine ganze Armor und mein Dornenpanzer nichts bringt, ne? Gar nichts. Die kommen mich trotzdem kaputt. Grace macht mir 1400 Damage und ich krieg ihn gar nicht mal auf die Hälfte gebürstet. Das ist halt echt richtig kacke. Gut. Das Game wird sich jetzt langsam dem Ende neigen. Schreibt mir doch mal rein, ob ihr jetzt im 5.1 Patch schon Hackerim ausprobiert habt. Und probiert ihn auf jeden Fall aus. Er macht sehr viel Spaß. Aber ihr seht, solche Games kann man auch trotzdem nicht carryen. Ich denke mal, ein richtig guter Hackerim-Spieler kann das vielleicht. Aber ich bin ja jetzt auch kein Hackerim-Main. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.